Und zurück sind wir. Willkommen bei Amnesia, meine Mitschnacker. Wir haben uns ja hier verkrochen vor der Gefahr. Und ich glaube, wissen die das safe. Moment, steh auf. Danke. Okay. Da ist dieses Ekel tatsächlich hier hineingekommen. Hat die Tür sogar weggeschmettert. Voll weggesmashed. Was haben wir denn hier? Ein Apfel. Okay, dann gehen wir mal ins Dunkle. Jetzt muss ich mal wieder reinkommen. Ich hoffe, der ist nicht noch hier irgendwo herum. Also schlecht noch nicht herum. Das wäre nämlich nicht so schön. 36, wir haben es doch. So, dann schauen wir. Alter, ist das Duster. So, was haben wir jetzt eigentlich hier bekommen? Hier kamen wir raus. Hier ist noch eine Tür. Und sie lässt sich nicht bewegen. Hier ist das Tor. Das ist. Schlossen. Und ich muss erstmal wieder rausfinden, wie es weitergeht. Das ist schon wieder eine Weile her, dass ich gezockt habe. Ich hätte mich mal besser vorbereiten sollen. Was ist das? Lagerraum? Lagerraum. Da wollten wir doch hin, oder? Und dann ist doch uns das Vieh in die Quere gekommen. So, bin ich ja mal gespannt. Oder wir waren hier schon. Auf jeden Fall sind hier keine Fackeln an. Was? Hallo? Beruhig dich mal, es ist doch nur ein Boden. So schlimm sieht er auch wieder nicht aus. Schon wieder auf total. Küche? Ja, Küche, da waren wir gerade. Die war nicht gut, die Küche. Da war mir der Säurekanister lieber. Alter Mann, ist das dunkel hier. Was haben wir denn hier? No, da geht's zum Lagerraum, okay. Ich gucke mich aber erstmal hier um. Damit ich immer einen Fluchtweg offen habe. Oh, ist das Duster hier. Finder! Is he safe? Well, it's for his own good. Zum Zisterneneingang. Wir kommen natürlich nicht rein. Und wir haben eine Notiz gekriegt. Eine Notiz. Dann gucken wir mal in die Notiz. Memories. In der Geschichte der Fasssäure, das Tor, durch das du diesen Bereich verlassen kannst, ist durch ein altes Schloss abgeriegelt. Wenn, dann brauchen wir einen Schlüssel oder wir brauchen irgendwas, um es kaputt zu schmettern. So muss damit. Lässt sich nicht aufbrechen, das muss noch weiter beschädigt werden. Ich finde jetzt hier nichts, um es noch weiter kaputt zu. Hören wir. It's too dangerous. I'm telling Gabriel. I doubt that very much. He escaped. Where is he now? Okay. Das war keine gute Erinnerung. Lässt sich nicht bewegen. Okay. Moment, ich glaube, er ist wieder auf der Pirsch. Alter, warum ist hier alles zu? Ich habe ihn gehört. Denn dann schleicht er hier gerade herum. Wir kommen hier auch nirgendwo lang. Traue mich nicht jetzt rauszugehen. Aber ich glaube, wir müssen das. Lalala. Wenn jetzt die Tür einfach kaputt geht, dann renne ich. Also passiert ist hier noch nichts. Wir müssen das noch weiter beschädigen. Wurde jetzt gesagt. Ich habe überhaupt keine Orientierung mehr hier. Oh. Moment. Wir verbrauchen zu viel Öl. Hier waren wir noch nicht. Oh. Kennen wir den nicht?
Okay, er schleicht hier rum. Gehen wir am besten mal hier rein. Und wir haben hier nochmal eine Zunderbüchse. Und einen Scheißeimer. Und ein bisschen Handeln. Nee, nicht Handeln. Ja, schön zum Festmachen. Sadomaso-Raum. Und eine Notiz. 3. August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Das ist ja sehr interessant, dass wir genau zur rechten Zeit gekommen sind. Wahrscheinlich, um als Sündenbock dazustehen. Wahrscheinlich verfolgt nämlich nur uns der Schatten und Alexander nicht. Oh, wo ist er denn? Tschüss! Tschüss, tschüss, tschüss. Macht er jetzt die Tür auf? Der kommt da nicht durch. Oh. Er wird ganz schwummerig. Verdammt. So ein Arschloch. Ich muss da lang. Oh Gott, ich darf nicht so lange hingucken. Hau ab. Boah, ich muss mich mal kurz ins Licht stellen, dass ich meinen Verstand wieder aufkriege. Ist natürlich sehr riskant, hier mitten im Licht zu stehen, während das Vieh rumschleicht. Aber der ist gerade total hin und weg. Man dehydrieren hier. Trinken mal ein bisschen Wasser. Steht der da rum? Ich sehe nichts. War es einer der Gefangenen? Scheint so zu sein. Öl haben wir auch. Was ist das? Eine Zünderbox. Na komm. Alter, beruhig dich mal. Mann, das blumt gerade so durch die Gegend. Das ist gar nicht gut. Daniel muss ich erstmal wieder sammeln. Achso, der ist ja gar keine Fackel. Lagerraum. So. Gucken wir mal. Wird unser Bild wieder normal? Wie sieht's denn aus? Geistige Zustände sind Pünktchenschrift. Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Wo habe ich mir die denn zugezogen? Oh, ich glaube, langsam geht's wieder. Es wabert noch ein bisschen. Alter Mann, du bist so eine Pussy. Der dreht hier völlig am Rad. Selbst ich hab mich jetzt nicht so sehr erschrocken. Ich fand's natürlich scheiße, dass der auf einmal hier rumwuselt, aber was willst du denn machen? Wir können uns ja eh nicht wehren. Alter, ich weiß ja nicht, wo ich mir hin... Oh, können wir uns gleich einen Strick nehmen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Was? Oh. Das ist das, was ich Amnesia ein bisschen schätze. Dieses, das auch ein bisschen auf den Spieler einwirkt. Dass hier Kakerlaken am Bildschirm entlang rennt. Dann geht weg.
Haben wir die Nachricht schon? Nee. Die haben wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. 4. August 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment, I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me. And he answered that things can be done, but at a price. Und ist das der Grund, warum wir diese Amnesie hervorgerufen haben? Oh, kennen wir mehr. Dass wir nur um unser eigenes Leben zu retten, andere Leben zerstören? Weil man hört ja hier schon Geschichten. Fuck. Nein, nicht jetzt. Oh, ich hab langsam satt immer dieses Verstecken. Steht bestimmt genau vor der Türe. Wenn ich jetzt rausgucke, dann kriegt mit Daniel wahrscheinlich wieder so ein Schwund und der da draußen kriegt einen Tobsuchtsanfall. Ich sehe nichts. Okay, wir gehen mal raus. Ja, wo ist er denn? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir auf Menschen treffen. Auch wenn sie nicht mehr leben. Du hast da was zwischen deinen... ein bisschen Fanservice für die Frauen. Hier. Lecker. So. Hier ist aber auch keine Notiz oder sowas. Was ist denn hier passiert? Hallo? Auf jeden Fall glaube ich nicht so richtig, dass Alexander recht hat, indem man den Orb wegwirft, würde man trotzdem getötet. Ich glaube einfach, es wäre besser gewesen, wenn er es getan hätte. Hey, anybody, help! Christ, I don't believe this. What? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. I didn't have to go in there. Don't go into burning houses. He should have known better. Wir sind hier wirklich kein Lagerhaus. Das ist mehr eine Lagerstätte für Gefangene. Weil hier sind ja wirklich, wie gesagt, das ist wie so ein Kerker. Also der Baron hatte ein sehr schmutziges Geheimnis, in das wir verwickelt sind. Mit den Steinen könnten wir doch vielleicht das Schloss kaputt machen. Ich nehme mal den Stein mit. Steini, komm mit. Es darf nur nichts passieren. Was ist in einem sehr schlechten Zustand? Ja, können wir es nicht jetzt kaputt machen? Es muss noch weiter beschädigt werden. Mit was denn? Können wir es vielleicht hacken? Nee, geht auch nicht. Handbohrer bestimmt auch nicht. Mensch, kriegen wir denn diese Kacke auf?
Ich verbrauche dauernd Öl, das nervt mich. Hier waren wir schon. Der Typ. Irgendwas bewegt sich hier. Können wir es vielleicht aufmachen hier? Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Auch nicht. Ist in einem ausgezeichneten Zustand. Hat sich gerade das Tor geöffnet? Achso. Nichts. Ach, Frust. Langsam kommt Frust auf. Ist auch nichts. Ach, und schon wieder ist unser Öl alle. Jetzt fülle ich es mal nicht auf. Jetzt habe ich schon viel zu viel verbraucht von dem Öl. Aber ich sehe auch hier nichts, oder? Hallo? Oh, ist das Duster. Ich hoffe, ihr seht noch was. Machen wir mal ein bisschen hier Licht. Hier können wir auch noch Licht machen, oder? Ja. Ist natürlich jetzt wieder für uns gefährlicher, weil wenn das Vieh kommt und es ist so hell, dann wird es Jagd auf uns machen. Gehen wir nochmal hier rein. Hier war ja das Vieh gewesen. Wir haben es ja hier rausgelassen. Sozusagen. Ach, komm schon, Bett. Schieb, 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 schieb. So, liegt hier vielleicht irgendwas? Nee. Nicht, dass ich da was erkennen könnte. Und hier war eigentlich nur eine Zünderbox. Eine Zunderlunte. Aber eigentlich nichts, was wir bräuchten. Langsam wird das Spiel auch etwas ernster, muss ich sagen. Ich sehe nichts. Hier war Notiz drin, oder? War nichts, was wir bräuchten. Okay. Boah. Schon flackert der Bildschirm. Kann nichts reinmachen. Was steht hier? Küche. Da geht's nochmal zur Küche. Wie immer wieder in den gegengesetzten Weg. Hier war ein Stuhl. Und hier war ein... Ist es das Gitter, was nicht aufging? Das ist ein Zisterneneingang. Das ist in seinem sehr schlechten Zustand. Geht das vielleicht kaputt? Wieso geht das nicht? Wie soll ich es denn sonst aufmachen? Jetzt habe ich schon so Materialien und dann bringen die mir nichts. Das ist doch ein Hohn. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ah, wir laufen nur im Kreis. Moment, wir haben doch Säure. Wir bräuchten etwas, womit wir die Säure bewegen können. Haben wir aber nicht. Wir haben kein Behältnis. Wie sollen wir denn das aufmachen? Gehen wir nochmal in die Küche zurück. Vielleicht hat das Monster ja was aufgemacht für uns. Hier müssen wir vielleicht, kommen wir vielleicht auch noch hin. Hält das Duster, warte, ja, ist was? So. Was ist das? Was ist das hier? Nee, hier waren wir schon. Hier kamen wir ja schon her. Hier ist auch nichts. Ja, meine lieben Zuschauer, es tut mir leid. Ich mag das aber auch jetzt nicht unbedingt rausschneiden, die Sucherei. Da ist gehört einfach dazu. Was ist das? Sieht aus wie ein Stein. Oder sowas ähnliches. Hier ist auch nichts. Ich bräuchte ein Behältnis, bräuchte ich. Naja, gehen wir nochmal in die Küche, würde ich sagen. Unser Herbert ist wahrscheinlich auch schon dahin, auf dem Weg. Okay. Muss ich mich hier ein bisschen vorantasten, weil ich ihn einfach nicht sehe. Lagerraum. Ich will eigentlich nicht zum Lagerraum, ich will zur Küche. Ja, Küche. Oh. Dauert ein bisschen, bis sich die Augen dran gewöhnen. So, okay. Gut, wir sind wieder auf dem Weg zurück. Jetzt kann natürlich wieder alles passieren. Also sind wir wieder ein bisschen vorsichtiger. War die Tür zu? Ich höre Stimmen.
ist ein Schloss. Ist es vielleicht das Schloss, was wir von allen Seiten nicht öffnen konnten? Ja, weiß das schon. Gehen wir mal zur Küche. Der wird schon hier nicht drin stehen, hoffentlich. Gucken wir uns hier noch einmal um. Ich muss irgendwas übersehen haben. Ein bisschen Unordnung machen. Alles vergammeltes Brot. Wow, ich wollte den Kessel angrapschen. Bringt natürlich nichts. Wozu kann man überhaupt das Feuer benutzen? Kann man da irgendwas kombinieren? Das ist die Frage. Ich mag ja ein bisschen Rätseln. Aber wenn es halt so momentan auf irgendwas hinausläuft, weil ich es vielleicht übersehen habe, dann nervt mich das ein bisschen. So, aus dem Weg hier, ein bisschen Platz machen, so. Und hier ist natürlich nichts. Rein in die Säure. So. Achso, geht nicht. Ja, das kriegt dann nicht weg, jetzt. Vom ganzen Schwein kann der auflösen. Hm, schade. Hier sind auch noch Schweinchen. Moment, mal sehen, ob ich treffe. Hops. Ah, schade. Warte, ich habe noch einen Versuch. Das will ich noch schaffen. Zack. Ach man. Na komm, noch ein. Noch ein. Noch ein. Wieso schmeiße ich immer drüber? Ich will genau da reintreffen. Zack. Ah. Ach, egal. So, was haben wir denn hier? Ein paar Flaschen. Hm. Kein Behältnis, was uns was bringen würde. Es muss was im Lagerraum sein. Ich muss was übersehen haben. Das ist nicht schön. Dass ich jetzt den gesamten Weg wieder zurückgehen darf. Und bei unserem Glück taucht unser Freund auch wieder auf. Das wird nicht angenehm. Oder wir gehen mal ganz zurück. Durch das Loch, wo wir gekommen sind. Wo war's denn? Hier irgendwo? Ja. Ah. So. Wir schauen mal, was sich hier drinnen befindet. Es gab ja noch einen zweiten Weg, aber der war ja zu, war. Ja, der war zu. Wenn wir ganz zurückgehen, bringt's ja nichts, oder? Crouchen wir mal hier durch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das richtig... Nee, hier ist ein Rinnisprung. Hier kommen wir auch nicht mehr raus. Also es gibt nur noch diesen einen Weg. Was ich ein bisschen komisch finde, dass es keine normalen Wege gibt. Dass wir hier extra einen Umweg gehen müssen. Weil irgendwelchen Weg musste ja der Alexander auch gegangen sein. Und ist es der Schatten, der diese Burg zum Einstürzen bringt? Mensch... Und was hat es sich mit dem Sammler auf sich? Ob der auch zum Schatten gehört? Oder ob der einfach nur von Alexander ist? Lagerraum, wir gehen mal wieder in die entgegengesetzte Richtung. Hier ist nichts. Hier war der komische Strick. Irgendwas übersehe ich, aber was? Und hier geht's nur im Kreis, oder? Weil hier ist ja das Schild, wa? Genau. Ist das... Nee, halt, hä? Hier steht auf einmal Küche. Hä? Jetzt sind wir hier. Achso, und jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Okay. Also das ist ja so ein Kreisbereich. So, dann gehen wir mal jedes Ding nochmal ab. Würde ich meinen. So, dann machen wir mal hier ein Räumchen. Ja, ja, ist gut. Stimmen in meinen Kopf. Was ist hier? Irgendetwas Nützliches? Ich sehe nichts. Ich mache irgendwas falsch, aber ich weiß nicht was. Ich muss doch bestimmt irgendwas kombinieren. Und es hat bestimmt irgendwas mit den Säurebehältern zu tun. Ich kann ja mit denen nichts anfangen. Das ist das Problem. Lagerraum. Was ist denn genau der Lagerraum?
Hallo? Oh, ist das duster. Huh. Okay, hier waren wir noch nicht. Ich habe einfach was übersehen. Daran lag's. So. Okay, Leute, es geht weiter. Okay, Tür wieder zumachen. So. Was ist das? Ein Glas. Damit können wir die Säure benutzen. Jetzt müssen wir nur heil wieder zur Küche kommen. Und ich glaube, jetzt dadurch, dass wir das Glas aufgenommen haben, sind wir wieder Jagdbeute. Also versuchen wir ganz vorsichtig zurückzukommen. Ich mach mal auf Schleichmodus. Wie in Thief. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Lauf bitte. Lauf zum Lager. Lauf zum Lager. Scheiße. Der ist da. Der ist um die Ecke. Ich bin auch noch so wahnsinnig und gehe dahin. Hallo? Schon weg? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich will am liebsten die Tür gleich zumachen. Ich kam schon wieder aus der Scheiße hier raus. Okay. Ich weiß nicht, wo er ist. Da geht's zur Küche. Dann gehen wir auch dorthin. Ich hab's gewusst. Ich hab's genau gewusst, dass der Typ auf uns wartet. Und das ist so scheiße in diesem Spiel, dass du dich nicht wehren kannst. Wir können nichts gegen ihn ausrichten. Wir müssen echt die ganze Zeit vor ihm rennen. Rennen hat jetzt nichts gebracht. Also wenn er direkt von vorne kommt. Halt, hier sind wir falsch. Ist noch eins rum. Küche, hä? Okay, wir sind doch richtig gewesen. So, Lagerraum. Also müssen wir jetzt hier lang. Hier sind die Steine. Geht's runter. Und dann geht's da hinten wieder hoch. Bitte sei nicht in der Küche. Ich frage mich, ob wir hier nochmal uns verstecken können. Wo denn? Wo ist der? Wo ist der denn? Schon wieder dieselbe Stelle. Okay, ich gucke mal. Ich habe seinen Kopf gesehen. Oh Gott. Der Typ, der näht mir so auf den Pinsel. Sogar die Ratten quietschen rum. Atten statt Ratten. Wo ist er denn? Der ist nicht da. Versuchen wir es einfach mal weiterzumachen. Glas. Die Säure ist im Glas. Ist der? Alter Verwalter. Der ist so penetrant. Ich wollte gerade einen Quicksave machen, aber das geht ja hier in diesem Spiel nicht. Wir haben nur eine Möglichkeit, schaffen oder gar nicht schaffen. Jetzt frage ich mich, wie wir das mit der Säure anstellen. Ich glaube, wir müssen irgendwie das alte Schloss mit der Säure wegätzen. Warte mal, haben wir Memories, die wir nutzen können? Das Tor, durch das du im Reich verlassen kannst, ist durch ein altes Schloss abgeriegelt, ja. Waren es aber nicht zwei Schlösser?
glaube, der richtige Weg ist der schlimmste. Gleich passiert was. Ist das der? Ist das der Weg? Hier war das Vieh drinne. Hier geht's nur zum Lagerraum. Wir müssen ja in die andere Richtung. Hier ist das alte Schloss. Okay. Es würde nichts bringen? Wieso denn? Achso, weil das in einem ausgezeichneten Zustand ist. Wir brauchen also das andere Schloss. Es waren doch zwei Wege. Dann frage ich mich, wozu das andere Schloss ist. Oh Mann, ich will hier weg. Okay, das ist die Türe. Es ist ziemlich hell. Jetzt zum Zisterneneingang. Okay. Ich frage mich noch, ob wir hier nochmal zurückkommen. Schloss ist schwer beschädigt. Kann man es jetzt aufmachen? Oh Gott. Oh Gott. Und ich gucke auch noch hin. Ah, ich Idiot. Die dunklen Türme Brennenburgs ragten über die Baumwipfel hinaus und ihre Umrisse zeichneten sich in Schneeweißen und da war es schon zu Ende. Und wir sind in der Zisterne. Ein komplett neuer Abschnitt, ich freue mich voll. Und eine Erinnerung. So, you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Hm, okay. Der Hebel klemmt, seine Getriebe müssen geölt werden. Oh, wäre natürlich zu einfach. Und hier wäre normalerweise eine Treppe. Die Leiter kommen wir auch nicht ran, oder? Nee. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg suchen. Die große Tore können wir auch nicht benutzen. Wir sind also komplett wieder auf alles Mögliche an Hilfsmittel angewiesen. Und wenn jetzt Herbert vorbeikommt... Oh, nee. Nein, nicht Wasser. Ich hasse Wasser. Wasser ist zu tief, um sicher durchzugehen. Okay. Was sagt denn unsere Notizmemo? Halt zurück. Halt zurück. Notiz. Nein. Memo. Um die Kanalisation betreten zu können, muss zuerst das Wasser daran abgelassen werden. Okay, also müssen wir pumpen. Wie pumpen wir denn das Wasser ab? Oder wir benutzen einen mega großen Schwamm. Vielleicht funktioniert das ja. Müssen wir irgendwie klettern? Okay, sieht nicht danach aus. Da kamen wir her, aber. Gefängnis Nordblock. Tja. Da bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen überfragt. Also wir kommen nicht über den Bereich weg. Wir können hier nicht weiter. Wie können wir das denn ölen? Haben wir denn irgendwas zum Ölen? Wir haben Lampenöl. Nee, wenn ich da drauf klicke, dann geht das nicht. Wir müssen geölt werden. Ich glaube, ich kann das nicht einfach verwenden. Haben wir hier vielleicht was in den Rohren, was ich brauchen kann? Nee. Auch nicht. So, geht das nächste, die nächsten Rätseleien wieder los. Ich kann hier nichts benutzen. Und hier sind kleine Hinweise wahrscheinlich. Weil hier schon wieder so Dings... abgebildet sind. Tropfen oder Blütenblätter, wie ich immer gesagt habe. Rosenblätter. Ja, ich weiß, dass ich hier hin muss, aber... Es ist... Ich komme hier nicht weiter, also... Liebe Tropfen, sag mir bitte, wie es weitergeht. Ich guck mich nochmal in den Gang um, ob ich da nicht was übersehe. Was ist das? Oh! Hier ist Öl. Schön. Nehmen wir gleich. So. Es ist kein Öl mehr nötig. Wieso können wir eigentlich das Öl nicht nehmen für die Lampe?
Ach. Ein abgebrochenes Rohr blockiert die Leiter. Es wurde jedoch den Einschlag beschädigt. Was? Es wurde jedoch durch den Einschlag beschädigt. Was? Habe ich es jetzt versaut? Aber es ist halt mit Gewalt. Okay. Klettern wir mal hinauf. Jetzt kommt wahrscheinlich ein kleiner Jump'n'Run am Schnitt, oder? Bisschen herumspringen? Daniel, ganz ruhig. Gucken wir mal. Und wieder eine Notiz. Das ist natürlich Quatsch, was ich hier mache. So, reparier die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Dann lass mich raten, das ist für die Westbrücke. Oh, die funktioniert. Steuerraum. Und wir können auch in den Steuerraum gehen. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voll Angst, als der Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. Im Steuerraum. Wir nehmen gleich mal den Stuhl mit. Als Angriffswaffe. Falls hier jemand ist. Wir haben hier drei Türen. Und wir haben wieder Rätseleien. Hallo? Ach so. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber ich mach's einfach mal. Ich spiele dieses Spiel einfach blind. Vielleicht sollte ich das mal als Titel einsetzen. Blind. Viele haben das Spiel ja schon komplett gesehen. Oh, ein Rohr. Ob wir das brauchen? Ich weiß es nicht. So, was hat das jetzt gebracht? Und noch eine Nachricht, die ich nicht lesen kann. Schade. Was ist das? Totenkopf. Ein schweres Tor. Lässt sich nicht bewegen. Aha, das müssen wir aufkurbeln. Das ist ja auf... Oh nö. Moment. Wenn ich da reingehe und das Ding zugeht, das wäre natürlich scheiße. Deswegen machen wir es ganz schlau. Wir machen eine Blockade. Dann können wir da nämlich da durch einfach. Gut. Hier ist genauso. Hier sind auch wieder Gewichte. Müssen wir die irgendwie bestimmt anordnen? Hier ist ein Fleck. Und hier sind auch wieder Rohre. Ich glaube, die brauchen wir. Gehe ich mal davon aus. So. Nummer 1. Und das hier drüben können wir auch gleich schnappen. So, dann haben wir schon mal zwei Rohre. Und einen Raum. Und was uns dort erwartet... Tja, meine Lieben, da sehen wir erst im nächsten Part. Ich werde jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Also bis dann. Tschüss.